Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Ja, wir werden heute wieder weiterfahren hier bei Alarm für Cobra 11 in Tag 5. Hier haben wir schon letztes Mal die Party besucht. Den haben wir noch kurz gemacht. Und heute spielen wir unter anderem die Verstärkung mit dem neu erworbenen Hornet Cop Auto. Den werde ich jetzt heute euch mal zeigen. Dieses Auto hat nämlich eine ganz besondere Sirene. Der Look mag etwas vermuten lassen. Die Legs auch. Halleluja. Danke. Muss ich nochmal kurz in die Steuerung. Hallo Leute, ich habe einen Auftrag für euch von der Chefin. Der Krisenstab der Konferenz hat eine Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Der Bund schickt weitere Panzerfahrzeuge, die gleich am Bahnhof eintreffen. Die Route zum Tagungshotel führt über die Autobahn. Das fällt in unsere Zuständigkeit. Ihr sollt den Konvoi begleiten. Okay, Hotte. Hotte? Ja? Das ist doch eigentlich euer Job, oder? Entschuldigt, ja. Dieter und ich hatten gerade noch eine Pizza bestellt, als die Chefin ankam. Die wird sonst kalt. Ihr habt was gut, Leute. Ja, der Hotte und der Dieter. Volkskasse. Direkt gegenüber. So, dieses Auto hat, wie gesagt, etwas Spezielles, und zwar diese Sirene. Es ist ein amerikanisches Polizeiauto eigentlich. Was der Look auch vermuten lassen hat. Was sich geil um die Kurven treiben lässt. Halleluja. Bremsen funktionieren auch. Moin. Nicht so üblich, dass man so ein Auto hier trifft auf der... So ein Polizeiauto trifft auf in Deutschland, ne? Kommt nicht so allzu oft vor. Ah, jetzt ist aber gut, das machen wir die Sirene auch aus. Und hier haben wir Suchscheinwerfer an den Rückspiegeln. So, ich fahre jetzt absichtlich von hier mal. Einfach damit ihr dieses wunderschöne Auto bewundern könnt. Und zack. So. Seh mir, wir dürfen Panzer fahren. Ich habe gerade mit dem Operationsleiter gesprochen. Eine Panzerbesatzung fehlt. Er meint, wir sollen den Panzer fahren. Na, du bist doch schon mal im Panzer gefahren, oder? Ja, nervt auch langsam. Das ist schon der dritte Teil der Spielserie, in dem ich die Leute von Zenitik in den Panzer fahren lassen. Aller guten Dinge sind drei. Sag ihm, dass das klar geht. Wir fahren ganz am Ende der Kolonne. Alles klärchen. Ich würde sagen, wir machen auch mal unser... unser Blinklicht ist schon an. Weil wir der Letzte sind, machen wir... noch Warnblinker an, wenn ich ihn finde. Hallo? Darf ich den Warnblinker? Ah, jetzt. Gut, und weil die Karte so übelst groß ist, gucken wir von der Ansicht. Ist aber auch dumm. Wir müssen einen Mindestabstand... Ja gut, wir müssen einen Mindestabstand halten von 10 Metern. Dass wir ihm nicht am Arsch hocken dürfen, das ist eigentlich klar. Ja, dürfen wir mal wieder Panzer fahren? Durften wir schon in Alarm für Cobra 11 Crash Time, und ich nehme an, wenn er sagt, der dritte Teil, dann wird man das auch in Burning Wheels gekonnt haben. Burning Wheels kam ja vor Highway Nights, soviel ich weiß. Könnte man da wahrscheinlich auch Panzer fahren. So, Jungs, fahrt mal. Yalla, yalla. Wie der Semir sagen würde. Junge! Wer ist denn bitte so bescheuert und greift eine Panzerkolonne an? Das sind Kamikaze-Fahrer, die haben vermutlich noch Sprengstoff im Wagen. Wir müssen uns vorsehen. Wow. Wenn uns einer reinfährt, dann gehen wir mit in die Luft. Okay. Ja, ist ja klar, die Panzer hier, die können nicht schießen, die können nur fahren. Dass man da mal angreift, kann ich verstehen irgendwie. Also, nee, verstehen kann ich es nicht, aber halt die Autonomen, die werden schon ihre Gründe haben. Aber ich verstehe es irgendwie nicht. Wieso greifen die diesen Sitz an? Einfach nur, damit sie ein bisschen Stress machen können, oder hat das einen bestimmten Grund? Ich check das irgendwie nicht. Ich check es nicht. Einfach zu beschränkt für dieses Spiel.
Da rechts ist nochmal einer. Das sollte gleich hinter uns sein. Wir haben ja jetzt einen wunderschönen Rückspiegel. Wir können ihn ein bisschen abdrängen. Ich werde versuchen, ihn ein bisschen abzudrängen, weil wir sind der Letzte. Wir müssen für die Sicherheit sorgen. Nein, hier geht's nicht durch. Nein, hier auch nicht. Ksch. Hier geht's nicht lang. Ich achte wirklich ein bisschen auf den hinter uns, damit der hier halt nichts anstellt. Komm, putt, verzieh dich wieder. Kommst hier nicht durch. You shall not pass. Failed. Ach stimmt, wir durften... darf uns nicht reinfahren, okay. Sieh mir, Mist. Ich hab gerade mit dem Operationsleiter gesprochen. Fail, epic fail. Ja, wir haben ja den ganzen Dialog schon gesehen. Ich schmeiß dich halt kurz die Warnblinkanlage an. Epic fail. So, dann lassen wir dann halt diesen mal vorbei. Und bombt da uns nicht weg, sondern die anderen. Sollen wir auch rechts sein. Aber so ein Panzer, der wegen einem so einem dämlichen Auto in die Luft geht, ist doch kein Panzer. Kannst mir nicht erzählen, dass wenn man ein Auto neben so einen Panzer stellt und das in die Luft jagt, dass der Panzer auch so buff, auch in die Luft geht. Also in echt meine ich jetzt. So ein Panzer ist doch übelst gepanzert. Das heißt ja auch Panzer. Nein, die halten ja... Ich weiß nicht, ob das in Battlefield so stimmt, was da kommt. Die halten ja mehrere RPGs aus. In Battlefield mal, ob es in echt so ist, weiß ich nicht. Und hier halten sie nicht mal eine Auto-Explosion aus. So, Nummer Uno kommt angerast. Abstand halten. Ich fasse es nicht. Geh weg! Wer ist denn bitte so bescheuert und greift eine Panzerkolonne an? Das sind Kamikaze-Fahrer, die haben vermutlich noch Sprengstoff im Wagen. Wir müssen uns vorsehen. Wenn uns einer reinfährt, dann gehen wir mit in die Luft. Wir haben was auf der Windschutzscheibe. Es sieht aus wie eine Tür. Ich will die Tür weg haben. Ah, geht doch. Einfach mal eine Tür mitgenommen. Ja, wir haben hier gratis Sünd. Nehmen wir... Die Jungs fahren aber auch lahmarschig, ne? Für das, dass uns gerade Leute angreifen, könnten sie echt ein bisschen auf die Tube drücken. Jungs! Gaspedal ist unten rechts. Also, ja, ich weiß ja nicht, wie es mit dem Panzer ist, aber ich nehme mal an. So, da hinten kommt doch schon der Schlawiner. Bam! Oh, das fällt runter. Ups. Jüngchen, gib doch mal Gas. Nicht bremsen, wenn uns Leute angreifen, Gas geben. Aber ich finde es auch dufte, ne, wie die Polizei uns unterstützt. Also unsere Kollegen, hier steht mal ein Auto rum, was uns nicht hinterherfährt, weil es keine Lust zu hat oder so. Die könnten uns doch hinterherfahren. Für was braucht das Panzer an so einer Besprechung. Klar, um die Demonstranten abzuhalten, aber da würden Wasserwerfer würde da mehr bringen. Stellst einen Panzerwerfer hin und spritzt die Leute da rein, wieder in das Loch rein, wo sie herkamen. Erster Panzer im Arsch. Dann schützen wir halt den hier. Uppa. Das ist meine Meinung. Wenn irgend so eine Demo ist oder so, sobald sie anfangen Stress zu machen, musste sie halt mit dem Waffenwerfer wieder da reinspritzen, wo sie herkam. In das gleiche Loch. Das tönt jetzt irgendwie falsch. Das tönt übel falsch. Nee, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das tönt übel falsch, Alter. Nee. Ist mein Mikro an? Ja, mein Mikro ist an. Sehr gut. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also man muss sie einfach wieder da zurückschicken, wo sie herkam.
Man hätte es nicht anders formulieren können, ne? Spritzen, sprühen. Hm. Ja gut, aber... Nicht zweideutig denken, Leute. Mann, was für ein Ritt. Wäre auch kein Dienstwagen für mich. Bisschen groß. Oh, wir haben einen Spürpanzer freigeschaltet als Auto. Yay, will ich sofort fahren. Nicht. Wie heißt die Mission? Anderer Blickwinkel. Ich glaube, das ist ein Offroad-Ding, ne? Nehmen wir den Bullet. Haben wir mal, wir können. Ein Bullet. Hier im Spiel ist ein Jeep. In San Andreas ist es ein Ford GT-Verschnitt. War nicht schlecht. Ist mir gerade so eingefallen, weil ich gerade vorhin irgendwie 2 Stunden MTA gespielt habe. Nicht aufgenommen, aber gefarmt, dass wir halt Money haben für das Let's Play, besser. Wie ich die Monster Trucks liebe. Vor allem, wenn so viel KI hier rum ist, dann beeinflusst die FPS-Zahl. Ich habe nur noch 28 FPS. Aber wie gesagt, das liegt an der Engine. Liegt nicht an meinem PC. Mein PC kann locker das ab. Ich meine, ich kann sogar Battlefield 4 auf Ultra spielen. Mit einer 67er GTX Nvidia-Karte. Ja, jetzt sind es auf 30 FPS. Ja, oder doch nicht. 28, 26 FPS. Ab 25 FPS ist es ja für das menschliche Auge flüssig. Solange wir nicht darunter fallen, ist okay. Muss ich gerade ein bisschen gegensteuern, weil er mal in den Drift kommen wollte. Ja, jetzt sind wir an der Grenze. 25 FPS. Alter Schwede. Mach mal kurz Cut. So, jetzt haben wir 60. Und jetzt haben wir 50 FPS. Wieso das? Fraps und das Spiel mögen sich nicht so sehr, glaube ich. Nein! Daran wird's liegen. Fraps mag dieses Spiel nicht. Ich hoffe, das wird beim Syndikat besser. Alarmgruppe 11, das Syndikat. Wird's hoffentlich besser. Aber das Force Feedback hier ist geil, ne? So Offroad, man merkt es richtig, man merkt jede Bodenwelle. Und jeden Baum! Fuck! Komm, Baby! Sieh! Ja, danke! Was der für Reifenspuren hinter sich herzieht, ne? So, mal kurz vorbei mogeln. Ich weiß, Driften kostet Zeit, ich sollte damit aufhören. Aber es macht halt Spaß. Ja, und vor allem interessiert es den Wagen, wenn ich herkömmlich lenke, in Scheißdeck, ob ich einlenke oder nicht. Fährt einfach geradeaus weiter. Siehst du? Ich habe voll eingelenkt. Volles Rohr. Hat den Wagen einen feuchten Scheiß interessiert. So, jetzt müssen wir rankommen. Ich hoffe, das hat die Achse nicht beschädigt. Nein, hat es nicht. Okay. Vor allem, ich glaube, hier kann man die Achse gar nicht killen. Geht, glaube ich, in dem Spiel gar nicht. I don't know. So. Bremsen. Ich will hier nicht in den Zaun reinfliegen. Ja, wir hatten ja gestern den... Heute ist der... Mal kurz gucken. Heute ist der 8. Februar. Samstag, ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil ich nächste Woche wieder arbeite. Samstag, der 8. Februar ist heute. Wir hatten gestern am 7. Februar den 400er Abo-Livestream. Und ich war leicht enttäuscht. Wir hatten ziemlich wenige Zuschauer. Wir haben uns hauptsächlich eigentlich nur selbst zugeguckt, weil wir halt den Chat offen haben wollten und geht ja nicht ohne Stream offen haben. Wir hatten so Highscore League bei 10 Viewern bei, ja, mal so 5 Minuten lang, glaube ich. Und danach hatten wir irgendwie dann noch 4 Viewer, wovon 2 wir selber waren. Und dann irgendwie 3. Und dann war aber noch jemand dabei, der wir nicht selber waren. Ja, also
Nee, zwei waren dabei. Stimmt, wir hatten vier Zuschauer zum Abschluss. Ja. Falls die zwei dieses Video schauen, danke fürs Zuschauen. Generell an alle, die zugeschaut haben, danke vielmal. Das Ultimatum. Was ist das für eine Mission? Nehmen wir sicherheitshalber den Semir 3.0. Susanne, kannst du herausfinden, welche Kollegen die Explosion am Zirkus aufgenommen und untersucht haben und bitte den Bericht anfordern? Hier. Wow, du hast ihn schon. Hatte eine Ahnung, dass du den haben willst. Du bist ein Schatz. Dann schauen wir doch mal. Aha. Darf ich das auch wissen oder machst du den Fall jetzt allein? Aha, wir hatten recht. Die Zusammensetzung des Sprengstoffs von der Explosion des Zirkuswagens stimmt mit der vom Sprengstoff bei dem Attentat auf unsere Kollegen überein. Das heißt also, dass wir auf der richtigen Spur sind. Irgendwo im Zirkus müssen wir eine Verbindung zum Täter und Erpresser finden. Wie ist der Status mit den Inhaftierten? Das Innenministerium hat sich eingeschaltet, weil das Ultimatum bald abläuft. Man diskutiert noch. Ah, und wertvolle Zeit verstreicht. Komm, Semir, lass uns nochmal zum Zirkus fahren. Alles klärchen. Ja, eben, also großes Dank an alle, die zugeguckt haben. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn Interesse besteht, können wir das gerne mal wiederholen. Weil momentan ist sowieso was in Planung. Gebe ich gleich ein paar Infos zu. Habe ich schon mal was angedeutet.